Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in dieser Woche beschäftigen wir uns mit Algorithmen und Mechanismen für vollständig verteilte Systeme. Das ist im Rahmen von Blockchains, von Peer-to-Peer-Systemen. Wir werden uns ein bisschen BitTorrent ansehen. Letzte Woche haben wir uns das folgende Projekt angesehen in den News. Das ist ein DNS-Server, der vollständig dezentral ist und zensurresistente Domainnamen bereitstellt. Und diese Domains werden über die BitTorrent Mainline DHT aufgelöst, was uns direkt zu BitTorrent führt. Nun, BitTorrent ist eines der erfolgreichsten Peer-to-Peer-Protokolle mit schätzungsweise 15 Millionen aktiven Nutzern, wobei die genaue Zahl aufgrund der dezentralen Natur nur schwer zu ermitteln ist und ich keine aktuellen Zahlen gefunden habe, aber mein Bauchgefühl sagt mir, 15 Millionen, das sind doch eher zu viel. Das Protokoll wurde 2001 von Bram Cohen entwickelt und ein interessanter Aspekt ist, dass Cohen BitTorrent Inc., die Firma, welche das Protokoll und Clients entwickelt hat, für etwa 140 Millionen Dollar an Tron verkauft worden ist. Das ist eine Blockchain-Plattform mit einem Delegated Proof of Stake System. Das ist die folgende Webseite hier. Da muss ich jetzt die Webseite kopieren, weil unter Firefox funktioniert das nicht. Das ist TronDAO. Das heißt, ich muss hier Chrome öffnen und dann funktioniert das dann auch mit der Webseite. Da ist sie natürlich durchgestylt, wie bei vielen Blockchain-Companies und hier kann man mehr darüber erfahren. Auch interessant ist, dass nach dem Verkauf gründete Bram Cohen das Chia-Netzwerk. Das ist ein innovativer Ansatz mit Proof of Space and Time, das ist ebenfalls eine Blockchain und das ist die folgende Seite, kann man sich auch darüber informieren, was es ist. Chia, die Preisentwicklung hat mal irgendwo bei 1000 US-Dollar angefangen, jetzt sind wir ungefähr bei 15, das heißt nicht mehr so attraktiv und auch CoinMarketCap. Wenn wir uns die Rangliste anschauen, ist die nicht mehr in den Top 100, sondern auf Rang 252. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ziemlich spannend bezüglich diesem Proof of Space and Time. Denn bei Proof of Space and Time wird die Festplatte mit kryptografischen Hashes gefüllt. Und ähnlich wie bei einem riesigen Lotterieschein und ein einzelner CPU-Kern überprüft dann regelmäßig, ob man einen gespeicherten Hash gewonnen hat und je mehr Speicherplatz man zur Verfügung stellt, desto höher die Gewinnchance. Der Time-Aspekt stellt auch sicher, dass diese Hashes auch über Zeit hinweg gespeichert werden müssen und nicht nur kurz berechnet werden können. Und im Vergleich zum energieintensiven Bitcoin-Mining ist dies deutlich umweltfreundlicher, da hauptsächlich theoretisch ungenutzter Festplattenspeicher verwendet wird. Aber was ist BitTorrent eigentlich? Es handelt sich um ein Peer-to-Peer-File-Sharing-Protokoll, das die effiziente Verteilung großer Dateien ermöglicht. Und das Besondere dabei ist, die Dateien werden in kleine Stücke zerlegt und diese können dann gleichzeitig von verschiedenen Peers heruntergeladen werden. Und Nutzer laden Teile herunter und stellen sie gleichzeitig anderen zur Verfügung. Und diese dezentrale Architektur reduziert die Serverlast und Bandbreitenkosten erheblich. Und es gibt zahlreiche BitTorrent-Clients. Die bekanntesten sind
uTorrent, das ist einer der populärsten Clients. Dann gibt es noch qTorrent, das ist eine beliebte Open-Source-Alternative. Und es gibt Transmission, was vor allem bei Linux-Nutzern beliebt ist. Und es gibt natürlich viele weitere andere. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir uns in dieser Vorlesung nicht mit den Details des BitTorrent-Protokolls selbst beschäftigen werden. Stattdessen interessieren uns die grundlegenden Konzepte und Mechanismen, die BitTorrent verwendet. Lassen Sie uns nun nur grob die wichtigsten Komponenten von BitTorrent betrachten. Und zwar basiert BitTorrent auf den folgenden Kernkomponenten. Zuerst haben wir den Tracker. Der Tracker ist wie ein Vermittler. Er koordiniert die Peers und führt Listen der aktiven Nutzer. Und interessanterweise ist der zentralisierte Tracker heute nicht mehr zwingend erforderlich, da moderne BitTorrent-Implementierungen auch trackerlos über DHT funktionieren können. Aber dazu kommen wir später. Die zweite wichtige Komponente ist die Torrent-Datei. Diese enthält die Metadaten über die zu teilenden Dateien und Tracker-Informationen. In der Torrent-Datei finden wir Informationen wie Dateinamen, Größe und vor allem die Hashes der einzelnen Teile, die später zur Verifikation verwendet werden. Dann haben wir zwei Arten von Teilnehmern im Netzwerk. Auf der einen Seite sind das die Seeds oder Seeders, das sind Nutzer, die eine vollständige Kopie der Datei besitzen und diese zur Verfügung stellen. Dann gibt es die Peers oder die Leechers, das sind die Nutzer, die noch dabei sind, die Teile herunterzuladen. Und das Ziel von BitTorrent ist es, große Files effizient zu verteilen. Das traditionelle Client-Server-Modell stößt bei der Verteilung großer Dateien schnell an seine Grenzen. Der Server benötigt viel Bandbreite und je mehr gleichzeitige Nutzer etwas herunterladen, desto langsamer wird es für alle. Ein einzelner Server stellt einen Single Point of Failure dar und die Kosten für die Server und Bandbreite steigen auch mit der Anzahl der Nutzer. Und BitTorrent hat dieses Problem elegant gelöst. Die Datei wird in kleine Stücke, in sogenannte Chunks, aufgeteilt und jeder Teilnehmer lädt nicht nur herunter, sondern stellt die bereits heruntergeladenen Teile auch anderen zur Verfügung. Und je mehr Nutzer teilnehmen, desto besser wird die Verfügbarkeit. Die Last wird auf alle Teilnehmer verteilt, die Bandbreitenkosten werden auf alle Teilnehmer verteilt. Selbst wenn einige Teilnehmer ausfallen, bleiben die Daten verfügbar. Und schauen wir ein kurzes Beispiel an. Wenn 1000 Nutzer eine 1 Gigabyte große Datei herunterladen möchten, im Client-Server-Modell muss der Server 1000 Gigabyte oder 1 Terabyte übertragen. Bei BitTorrent überträgt jeder Teilnehmer im Idealfall etwa 1 Gigabyte und die Gesamtlast wird also fair verteilt und das System skaliert theoretisch automatisch mit der Anzahl der Nutzer. Dies macht BitTorrent zu einem effizienten System für die Verteilung großer Dateien, weshalb es auch heute noch häufig für legale Downloads wie Linux-Distributionen oder Game-Updates verwendet wird. Besonders interessant sind die technischen Details, die BitTorrent so effizient machen. Unter anderem das Micro-Transport-Protokoll. Das ist eine faszinierende Innovation. Es teilt sich die Idee mit LETBOT. Das wird auf dieser Seite beschrieben, steht für Low Extra Delay Background Transport und ist ein Network-Friendly Transportprotokoll. Das bedeutet, es überwacht aktiv die Roundtrip-Time, um Überlastung zu erkennen. Und wenn andere Anwendungen Bandbreite benötigen, reduziert MicroTP automatisch seine Übertragungsrate. Und im Gegensatz zum aggressiven TCP-Protokoll ist MicroTP damit ein
guter Nachbar im Netzwerk. Das heißt, wenn MicroTP sieht, da gibt es einen anderen Benutzer, der ebenfalls Bandbreite braucht, dann reduziert MicroTP die Bandbreite und so wird quasi die Priorität dem anderen gegeben, denn das Herunterladen von Daten, zum Beispiel von einem Film, wird eher als Background-Task betrachtet und als Background-Task sollte man auch keine hohe Priorität haben. Das heißt, dort gibt man dann die Prioritäten einem anderen Netzwerkstrom. Es gibt noch weitere spannende technische Details, wie zum Beispiel das B-Encoding. Das ist ein spezielles Dateiformat für BitTorrent, den Tit-for-Tat-Mechanismus, der Fairness im Netzwerk sicherstellt, was wir uns aber in dieser Vorlesung nicht anschauen werden. Was wir uns aber anschauen werden, sind diese wichtigen Konzepte, die auch bei BitTorrent verwendet werden. Auf der einen Seite sind das die Merkle Proofs. Diese werden unter anderem in BitTorrent verwendet, also nicht nur in BitTorrent, sind auch fundamental für Blockchain-Systeme. Dann werden wir uns die Bloom-Filter anschauen. Das ist eine clevere Datenstruktur, die hilft, redundante Nachrichten effizient zu erkennen. Und in Blockchain-Systemen können sie beispielsweise für Light-Clients verwendet werden. Und dann werden wir uns noch die Distributed Hash Tables und Kademlia anschauen. Und das wird auch nicht nur in BitTorrent eingesetzt, sondern auch in Tor für Onion Services und in verschiedenen Blockchain-Projekten, zum Beispiel für Polkadot bei Cross-Chain Communication und Sharding. Und diese drei Hauptkonzepte werden wir uns nun in dieser Vorlesung anschauen. Und das zeigt, diese drei Konzepte zeigt, dass die Technologien aus dem Peer-to-Peer-Bereich auch in modernen Blockchain-Systemen übernommen wurden. Das heißt, man kann BitTorrent als einen wichtigen Wegbereiter für aktuelle dezentrale Systeme ansehen. Kommen wir nun zum Merkle Tree, der auch als binärer Hashbaum bekannt ist. Es ist eine fundamentale Datenstruktur in verteilten Systemen und der Name geht auf Rolf Merkle zurück, der diese Struktur 1979 patentiert hat. Das heißt, lassen Sie uns anschauen, wie ein Merkle Tree aufgebaut ist. In der untersten Ebene haben wir die eigentlichen Daten, nennen wir sie Leaf Nodes. Und hier haben wir die Leaf Nodes A bis P. Das können Transaktionen sein, das können Dateiteile sein oder beliebige andere Daten sein. Und der Baum wird von unten nach oben konstruiert. Das heißt, man fängt mit den Daten an und konstruiert den Baum bis hier zum Root. Das heißt, zunächst wird von jedem Leaf Node ein Hash erstellt. Hier zum Beispiel von A wird der Hash von A erstellt, wegen dem haben wir das H hier. Und je zwei benachbarte Hashes werden kombiniert und erneut gehasht. Das heißt, aus dem Hash HA, HB, das kann dann konkateniert werden und darüber, über diesen konkatenierten Wert wird wieder eine Hash erzeugt und das nennen wir dann HAB. Und dieser Prozess wird wiederholt, bis wir einen einzelnen Hash an der Spitze haben und dieser oberste Hash, diesen Hash nennt man auch Merkle Root. Und ein interessanter Aspekt, der Merkle Root fasst kryptografisch den gesamten Inhalt des Baums zusammen, ändert sich auch nur ein einziges Bit in einem der Leaf Nodes, ändert sich der Merkle Root auch komplett. Und besonders interessant ist die Verwendung in der Praxis. Zum Beispiel bei Bitcoin wird ein Merkle Tree verwendet, um alle Transaktionen eines Blocks zusammenzufassen. Bei BitTorrent werden Merkle Trees genutzt, um die Integrität von Datei-Chunks zu verifizieren.
Git verwendet eine ähnliche Struktur für die Versionierung. Bei Secure Boot wird ein Merkle Tree vom BIOS bis zum Betriebssystem aufgebaut und der Root Hash wird mit einem speziellen Hardware-Chip, dem TPM Trusted Platform Module, gesichert. ZFS zum Beispiel verwendet Merkle Trees für seine Data Integrity Verification und auch andere moderne Datenbanken wie Amazon Dynamo nutzen Merkle Trees. Im Tor-Netzwerk werden Merkle Trees für die Hidden Service Descriptor Directory verwendet. Wenn ein Hidden Service, zum Beispiel eine .onion-Webseite, sich registriert, wird sein Descriptor in einem Merkle Tree gespeichert und die Directory Servers speichern diesen Merkle Tree. Clients können effizient verifizieren, ob ein bestimmter Hidden Service existiert. Besonders wichtig, der Merkle Tree erlaubt es zu beweisen, dass ein Service zu einem bestimmten Zeitpunkt registriert war, ohne dass den gesamten Directory-Inhalt offengelegt werden muss. Und der große Vorteil liegt in der Effizienz der Verifizierung. Um zu beweisen, dass eine bestimmte Transaktion in einem Block enthalten ist, muss ein Node nur ein Merkle-Pfad liefern, eine Reihe von Hashes, die die spezifische Transaktion mit der Merkle-Root verbinden kann. Und das werden wir uns noch ansehen, wie das funktioniert. Ein praktisches Beispiel: Wenn ein Baum mit 16 Transaktionen existiert, werden 4 Hashes gebraucht für so einen Merkle-Beweis. Und selbst wenn man 1 Million Transaktionen hat, dann braucht es nur etwa 20 Hashes, um den Merkle-Root zu verifizieren. Und diese Effizienz ist zum Beispiel bei Light-Clients wichtig, die nicht die gesamte Blöcke speichern wollen oder können. Und diese können dann trotzdem überprüfen, ob eine Transaktion in einem Block enthalten ist, indem sie nur den Block-Headle mit dem Merkle-Root und ein Merkle-Proof erhalten, also mit einem Pfad. Der Proof wird auch als Pfad bezeichnet. Nun, in dieser Folie werden wir uns nun die Details anschauen, wie so ein Merkle-Beweis oder Merkle-Proof oder Merkle-Pfad funktioniert und warum sie kryptografisch sicher sind. Nehmen wir als Beispiel die Transaktion K. Um zu beweisen, dass K im Tree enthalten ist, muss ein Node nur einen Merkle-Pfad liefern und dieser Pfad besteht aus allen notwendigen Hashes, die benötigt werden, um die Transaktion K mit dem Merkle-Root zu verbinden. Und wie gesagt, hier brauchen wir 4 Hashes, um zu beweisen, dass die Transaktion K mit dem Merkle-Root übereinstimmt. Schauen wir uns nun den konkreten Ablauf an. Das heißt, wir haben eine Transaktion K. Wir berechnen den Hash, dann haben wir HK. Und um an den Root zu gelangen, brauchen wir Uncle Hashes. Und das ist in dem Fall, brauchen wir den Hash HL. Denn mit HK und HL, diese kann man konkatenieren, den Hash berechnen und man bekommt HKL. Dann brauche ich, um diesen Hash auszurechnen, muss ich diesen Hash kennen, HIJ, und mit HIJ, HKL kann man wieder concatenaten, Hash berechnen und dann bekomme ich den Wert HIJKL. Und um diesen Hash zu berechnen, brauche ich HMNOP. Das heißt, mit diesen beiden zusammen kann ich wieder diesen Hash generieren. Und um den Root-Hash zu generieren, brauche ich diesen Uncle-Hash hier und mit diesen beiden Hashes kann ich den Root-Hash ausrechnen und verifizieren, ob dieser übereinstimmt mit dem Merkle-Root, den ich kommuniziert bekommen habe. Und stimmen diese beiden überein, dann ist K-Teil tatsächlich vom Merkle Tree und diese Transaktion kann als zum Beispiel als gültig angesehen werden.
Ein Beispiel aus der Blockchain-Welt. Ein Bitcoin-Block kann Tausende von Transaktionen erhalten. Und wenn ein Light-Client wissen möchte, ob eine Transaktion im Block ist, statt den ganzen Block zu laden, erhält er nur diesen Merkle-Root. Bei SHA-256 sind das 32 Bytes. Den Merkle-Proof, das sind hier diese 4 Hashes oder auch mehr Hashes. Für 5000 Transaktionen sind das etwa 160 Bytes. Und anstatt dass wir ganze Megabytes transferieren müssen, müssen wir nur ein paar Bytes bis Kilobytes transferieren. Und ein interessantes Detail, die Position der Hashes im Proof ist wichtig. Das heißt, man muss wissen, ob ein Hash links oder rechts kombiniert werden muss. Und einige Implementierungen kodieren dies in einem zusätzlichen Bit pro Hash. Andere verwenden die Position im ursprünglichen Tree. Und bezüglich dem Sicherheitsaspekt, ein Merkle-Proof ist kryptografisch sicher. Es ist praktisch unmöglich, einen gültigen Proof zu fälschen. Dies basiert auf der Kollisionsresistenz der verwendeten Hash-Funktion. Typischerweise wird SHA-256 verwendet oder eine ähnlich starke Hash-Funktion. Das heißt, in einer Richtung kann man es relativ einfach ausrechnen, in die andere Richtung ist es eben, wie gesagt, sehr schwierig. Das heißt, hier ein Hash zu fälschen, damit es dann mit den Transaktionsdaten oder gefälschten Transaktionsdaten übereinstimmt, das ist praktisch unmöglich. Nun, wie wird ein Merkle-Proof in BitTorrent verwendet? Kommen wir nun zu einem weiteren Mechanismus in BitTorrent, den Magnet Links. Diese stellt den Einstiegspunkt in die DHT dar. Und zwar ist ein Magnet Link ein URI-Schema, ein Universal Resource Identifier, was auch einer der großen Unterschiede zu klassischen Torrents aufweist. Sie zeigen nicht mehr auf einen zentralisierten Tracker. Dies war eine wichtige Entwicklung für die Dezentralisierung des Systems. Ein typischer Magnet Link sieht wie folgt aus. Wir haben hier diesen Link. Wir haben dann XL, das bezeichnet die Länge der Datei. Wir haben dann DN, Display Name, wie die Datei zum Beispiel heißen soll. Und interessant ist jetzt das XTURN. Hier wird der Merkle-Root-Hash gespeichert. Und Magnet Links kann man sich natürlich auch nachlesen. Das ist auf der folgenden Seite ersichtlich. Hier sind die Details. Wie gesagt, darauf gehe ich jetzt nicht groß ein. Und das ist so ein Merkle-Baum. Und der Top-Hash hier wird in diesem Magnet-Link gespeichert. Das ist ein Merkle-Tree. Hier haben wir die Datenblöcke, die werden auch Chunks genannt. Die werden gehasht. Hier sehen wir Hash 00, 01, 10, 11. Diese Hashes werden wieder konkateniert und zusammengehasht. Dann gibt es hier den Hash 0, hier den Hash 1, Top Hash. Und der wird, wie gesagt, in diesem Magnet Link bereitgestellt. Ein spannendes Detail, das noch oft übersehen wird: Magnet Links sind nicht BitTorrent spezifisch. Sie sind ein generelles Schema für Peer-to-Peer-Ressourcen und können auch von anderen Peer-to-Peer-Netzwerken genutzt werden. Und es ermöglicht die Vernetzung verschiedener Peer-to-Peer-Protokolle. Das war so die Idee, hat sich entsprechend aber nicht wirklich durchgesetzt. Lassen Sie uns nun ein konkretes Beispiel durchgehen, wie BitTorrent die Integrität von Daten sicherstellt. Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Linux-Distribution mit 2 GB Daten herunterladen. Nun, zunächst wird die Datei in kleine Stücke aufgeteilt, sogenannte Chunks. Typischerweise ist jeder Chunk 1 Megabyte groß, was bei
unserer 2 GB-Datei 2048 Chunks ergibt. Und von jedem dieser Chunks wird ein Hash berechnet. Diese Hashes werden dann in unserem Merkle-Tree verwendet. Merkle-Tree wird von unten nach oben aufgebaut bis zur Top-Hash und dieser Top-Hash ist quasi der Fingerabdruck der gesamten Datei und wird, wie gesagt, in diesem Magnet-Link gespeichert. Nun, wenn Sie BitTorrent starten und einen Chunk herunterladen, zum Beispiel Chunk 23, muss Ihr Client sicherstellen, dass dieser Chunk auch wirklich zur gewünschten Datei gehört. Und dafür berechnet der Client zunächst den Hash des heruntergeladenen Chunks. Um zu beweisen, dass dieser Chunk zur richtigen Datei gehört, braucht er noch weitere Hashes, den Merkle Proof. Und entsprechend diesen Merkle Proof befinden sich diese Uncle Hashes, die man benutzen kann, um die Hashes bis oben zum Root zu berechnen. Und mit diesen Hashes kann der Client dann selbst den Pfad berechnen bis zur Root Hash. Und wenn dieser Root Hash mit der Root Hash im Magnet Link übereinstimmt, dann wissen wir, dass diese Datei tatsächlich oder dass dieser Chunk tatsächlich zu dieser Datei gehört. Und diese Beschreibung hier, da gibt es auch ein Protokoll dazu. Das ist auch beschrieben, also es gibt ein RFC dazu. Das ist auch beschrieben, wie das es funktioniert. Die Grafik habe ich von hier verwendet. Und zwar ist es diese Grafik hier eben, die beschreibt, wie das mit dem Root Hash funktioniert. Respektive, ich habe die Grafik hier genommen. Das sind eben diese Uncle Hashes und was man alles braucht, um diese Root Hash zu berechnen. Und ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist, auch wenn die Uncle Hashes von einem Malicious Peer kommen, kann dieser Malicious Peer keinen Schaden anstellen, denn am Ende muss der berechnete Root Hash mit dem Hash aus dem Magnet Link übereinstimmen. Und wenn er eben nicht übereinstimmt, weiß man, dass die Daten, die man heruntergeladen hat, die kann man verwerfen und muss den Download-Prozess nochmals neu starten. Das Besondere an diesem System ist auch, dass es dezentral funktioniert. Sie müssen keinem einzelnen Server vertrauen, selbst wenn die Chunks aus verschiedenen, möglicherweise nicht vertrauenswürdigen Peers heruntergeladen werden, können Sie dank den Merkle Trees sofort überprüfen, ob die Daten korrekt sind. Genau, hier nochmal das Beispiel, welche Uncle Hashes ich brauche. Das ist aus dieser Spezifikation hier. Und wie gesagt, wenn wir C4 haben, brauchen wir die folgenden Uncle Hashes 10, 13 und 10, 13 und 3, damit wir hier die Root Hash 7 ausrechnen können. Und dann können wir überprüfen, stimmt die Root Hash überein mit dem, was zum Beispiel im Blockheader steht oder mit dem, was zum Beispiel im Magnet Link drin steht. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Konzept, den Bloom-Filtern. Ein Bloom-Filter ist eine effiziente und platzsparende Datenstruktur, die uns sagen kann, ob ein Element wahrscheinlich in einer Menge enthalten ist oder definitiv nicht. Stellen Sie sich den Bloom-Filter als ein Array von m Bits vor. Am Anfang sind all diese Bits auf 0 gesetzt. Und ein Bloom-Filter verwendet mehrere unabhängige Hash-Funktionen, nennen wir sie H1 bis HK. Und diese Hash-Funktionen bilden jeweils auf dem Index zwischen 1 und M jeweils eine Zahl ab. Schauen wir uns nun die grundlegenden Operationen an. Nehmen wir an, wir wollen eine Zeichenkette speichern und wir berechnen für diese Zeichenkette oder String berechnen wir alle K-Hash-Werte und an den entsprechenden Positionen im Array setzen wir die Bits auf 1 und wichtig, auch wenn an einer Position schon eine 1 steht, bleibt sie eine 1. Das heißt, eine Hash-Funktion gibt jeweils einen Output 1 bis M und wir gehen dann in den Array schauen, gibt es da schon eine 1 oder nicht. Wenn es keine 1 gibt, setzen wir 1
Und wenn dort bereits ein Bit gesetzt ist, dann lassen wir es stehen. Zum Abfragen eines Elementes, das machen wir ebenfalls mit diesen Hash-Funktionen, mit den gleichen Hash-Funktionen, auch mit der gleichen Anzahl von Hash-Funktionen. Hier werden wieder alle Hash-Funktionen berechnet und wenn an allen entsprechenden Positionen eine 1 steht, dann ist das Element wahrscheinlich enthalten. Wenn auch nur an einer Position eine 0 steht, dann wissen wir es. Dann wissen wir, das Element ist definitiv nicht enthalten. Und interessanterweise kann man aus einem einfachen Bloom-Filter nichts löschen, da man nicht weiß, wie viele Elemente ein Bit geflippt haben könnte. Es gibt jedoch weitere Varianten, wie zum Beispiel Counting-Bloom-Filter, die das Löschen ermöglichen. Und ein interessanter Aspekt von Wahrscheinlichkeiten von Fehlern: False Negatives sind unmöglich. Wenn der Filter sagt, nicht enthalten, dann stimmt das immer. Und False Positives können auftreten. Der Filter kann möglicherweise enthalten sagen, auch wenn das Element nicht drin ist. Und diese False Positive Rate kann durch die Anzahl von M, also die Arraygröße und die Anzahl von Hash-Funktionen gesteuert werden. Und die praktischen Anwendungen, wo es gebraucht wird, zum Beispiel bei einem Webbrowser, der kann einen Bloom-Filter nutzen für eine Erkennung von gefährlichen URLs. Datenbanken wie zum Beispiel Cassandra verwenden sie für eine effiziente Festplattennutzung. Ethereum verwendet Bloom-Filter zum Beispiel bei Logblooms im Blockheaders und der Filter wird verwendet, um schnell zu prüfen, ob bestimmte Events möglicherweise im Block vorkommen oder auch Content Delivery Networks für Cache-Optimierung. Und was den Bloom-Filter so interessant macht, er ist sehr platzsparend, benötigt nur wenige Bits pro Element. Es sind sehr schnelle Operationen, es werden nur K-Hash-Funktionen berechnet und ein Bloom-Filter ist probabilistisch, aber mit kontrollierbarer Fehlerrate. Es ist also perfekt für Anwendungen, wo False-Positive akzeptabel sind. Gehen wir nun auf ein konkretes Beispiel ein. In diesem Fall haben wir ein Bloom-Filter mit M gleich 18 Bits und 3 Hash-Funktionen. Nun, zunächst fügen wir 3 Elemente ein, X, Y und Z, und schauen wir uns das kurz an, wie das genau funktioniert. Noch hier ein Link dazu zur Wikipedia-Seite. Hier, von da habe ich die Grafik, das gehen wir ganz kurz durch. Da gibt es auch noch mehr Informationen dazu, wie es genau funktioniert. Und eben, wir haben diese 3 Elemente, X, Y, Z und die 3 Hash-Funktionen. Und die geben verschiedene Positionen zurück. An diesen Positionen setzen wir jeweils eine 1, das heißt hier bei X in blau gibt es hier eine 1, hier eine 1 und hier eine 1. Und hier sehen wir auch schon bei Y oder respektive bei Z, das wird die gleiche Position, wird hier geflippt, weil es schon eine 1 gibt, bleibt es bei einer 1. Und was passiert bei einer Abfrage? Nehmen wir an, wir wollen prüfen, ob W im Filter ist und wir berechnen wieder diese 3 Hash-Werte für W. Wir bekommen hier diese Position und diese Position und hier sehen wir, an dieser Position haben wir eine 0. Das heißt, wir können mit Sicherheit sagen, W ist in diesem Bloom-Filter nicht erhalten. Nun schauen wir uns ein Beispiel für False Positives ein. Wir haben als Beispiel einen Druckershop und speichern das Wort Color Printer. Die Ausgabe der Hash-Funktion ist Position 146, das heißt, an diesen Positionen wird das Bit geflippt. Und wir haben ebenfalls Digital Camera. Hier werden ebenfalls die 3 Hash-Funktionen gerechnet, gibt den Output 3, 4
und 5. Das heißt, wir haben den Bloom-Filter nun mit den Positionen 1, 3, 4, 5, 6. Dort sind die Bits auf 1 gesetzt. Nun, wenn man jetzt eine Abfrage macht und zum Beispiel nach Heat Sensor sucht, Heat Sensor, dort haben wir dann die Hashes 3, 4 und 6. Und wenn wir uns anschauen, sind auf diesen Positionen alle Bits auf 1 gesetzt, dann ja, sind es, obwohl dass dieses Wort Heat Sensor gar nicht im Bloom-Filter ist. Und das ist ein Beispiel für ein False Positive. Und die Wahrscheinlichkeit für False Positives, die steigt, je voller der Filter wird, also je mehr Bits auf 1 gesetzt sind. Das heißt auch, je mehr Elemente wir einfügen, desto mehr Bits werden auf 1 gesetzt und desto höher ist dann die False Positive Rate. Aber es ist wichtig, es gibt nie False Negatives. Wenn der Filter sagt, es ist nicht da, dann ist das Objekt auch ganz sicher nicht im Bloom-Filter vorhanden und das macht Bloom-Filter besonders nützlich bei Vorabprüfungen. Zum Beispiel, wenn der Filter sagt Nein, dann können wir uns eine möglicherweise teure Hauptsuche sparen. Wenn er sagt Vielleicht, dann müssen wir genauer nachsehen. Und das können wir uns auch online anschauen. Hier gibt es einen Online-Bloom-Filter, den man testen kann. Hier haben wir jetzt ein String, nennen wir mal das Wort Test, fügen es hinzu, hier wird das Bit 0 und 10 gesetzt. Test Ost, hier werden mehr Bits gesetzt, 1, 2, 3, 4, noch mehr. Jetzt haben wir den folgenden Bloom-Filter und wenn wir jetzt testen möchten, ist ein Element drin. Also wenn wir zum Beispiel sagen Test, dann müssen wir erhalten wir das Ergebnis vielleicht. Wenn wir Test 1 haben, dann wissen wir, das ist sicher nicht drin. Und Test 1, 2, 3 haben wir nicht gespeichert. Aber all die Bits, die hier auf 1 sind, sind hier ebenfalls auf 1. Das heißt, die Aussage hier ist, es könnte im Bloom-Filter gespeichert sein. Eine interessante Eigenschaft ist die Platzeffizienz. Theoretisch kann ein Bloom-Filter das gesamte Universum von Elementen darstellen. Allerdings wäre dann jedes Bit auf 1 gesetzt. Und in diesem Fall würde der Filter für jede Anfrage sagen, möglicherweise enthalten, was natürlich nicht nützlich ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass es keine Platzbeschränkung gibt. Das heißt, das Hinzufügen von Elementen, das schlägt nie fehl und Sie können immer weitere Elemente hinzufügen. Aber die False Positive Rate steigt an, je mehr Elemente Sie hinzufügen. Je mehr Einsen im Filter sind, desto wahrscheinlicher werden False Positives. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die einfache Operation mit Bloom-Filtern. Eine Union, eine Vereinigung kann relativ einfach erreicht werden, indem zwei Bloom-Filter mit einem Bitwise OR verbunden werden. Als Beispiel, Filter A enthält E-Mails von gestern, Filter B von heute mit einer OR verknüpfen, ergibt ein Filter für beide Tage. Und Intersections, also Schnittmengen, sind ebenfalls möglich durch Bitwise AND. Als Beispiel das Finden von gemeinsamen Elementen in zwei Datensätzen. Nun, wie viele Bits sollen auf 1 gesetzt sein und wie viele Hash-Funktionen braucht es? Wenn wir uns die Formel anschauen mit n, das ist die Anzahl der Strings, k die Anzahl der Hash-Funktionen, m die Größe des Bitvektors, dann gibt es eine optimale Anzahl von Hash-Funktionen für eine gegebene Größe
Und die liegt bei K ist M durch N dividiert mal LN2. Und das ist optimal, wenn dann 50% der Bits gesetzt sind und 50% die sind auf 0. Das heißt, das ist die optimale Füllmenge für einen Bloom-Filter. Schauen wir uns nun ein praktisches Beispiel an, wenn wir zum Beispiel eine False Positive Rate mit einem Prozent haben möchten, dann können wir hier unten berechnen, was für eine Anzahl von Hash-Funktionen wir brauchen. Und wenn wir F4 1% einfüllen, dann bekommen wir für K ungefähr gerundet 7. Das heißt, wir wissen, es braucht 7 Hash-Funktionen. Und wenn wir noch die Anzahl der Strings wissen, die wir einfügen möchten, können wir noch M ausrechnen dafür, wie viel es braucht für eine optimale Füllmenge. Das heißt, wie groß das Array sein muss für eine optimale Füllmenge. Und bei der Berechnung finden wir dann heraus, dass wir pro Element ungefähr 10 Bit brauchen. Wir haben die Anzahl Hash-Funktionen wäre dann 7 und so ein Filter benötigt dann nur etwa 1,25 Kilobyte Platz. Nehmen wir mal ein Beispiel E-Mail-Adressen, welche 25 Zeichen pro E-Mail haben. Das heißt, wir brauchen 25 Kilobyte, um die E-Mails zu speichern. Der Bloom-Filter braucht aber nur 1,25 Kilobyte. Und das heißt, wir haben hier Platz gespart. Nun, warum ist die 50%-Regel so wichtig? Bei weniger genutzten Bits nicht so tragisch, aber wir verwenden Speicherplatz. Bei mehr gesetzten Bits gibt es zu viele False Positives. Bei 50% ist das eine optimale Balance zwischen Speicherplatz und Genauigkeit. Der große Vorteil von Bloom-Filtern liegt in der Einfachheit und der Effizienz. Keine komplexen Datenstrukturen, keine Kollisionsauflösung nötig, konstante Zugriffszeiten, unabhängig von der Anzahl der Elemente und es ist sehr gut parallelisierbar. Und es gibt weitere Entwicklungen. Das Konzept ist ja auch schon ein bisschen älter. Es gibt zum Beispiel komprimierte Bloom-Filter, die sogenannte Compressed Bloom-Filters. Die sind insbesondere nützlich, wenn der Filter als Nachricht übertragen werden soll. Und der Trick ist hier, der komprimierte Bitvektor wird größer angelegt, aber weniger dicht besetzt. Und dadurch lässt er sich besser komprimieren. Die False Positive Rate wird für den komprimierten Filter optimiert, aber natürlich, es gibt einen Trade-off, mehr Speicher im unkomprimierten Zustand. Es braucht zusätzliche Rechenzeit für Kompression und Dekompression. Dafür ist es effizient bei der Übertragung. Diesen Filter, den kann man sich auch anschauen. Hier auch ein Link zum Paper hier bezüglich diesen Compressed Bloom Filters, wie diese funktionieren. Und ebenfalls zum Generalized Bloom Filter. Da gibt es ebenfalls ein gutes Paper dazu. Von da habe ich auch übrigens die Grafik. Das heißt, das beschreibt ebenfalls diese Bloom Filter und eben auch diese Generalized Bloom Filter. Die Generalized Bloom Filters verwenden zwei Arten von Hash-Funktionen. Eine sogenannte G-Funktion in diesem Paper setzen die Bits auf 0 und eine H-Funktion setzt die Bits auf 1. Und wir starten mit einem beliebigen Bitvektor. Und bei Kollisionen zwischen G und H gewinnt immer das Zurücksetzen auf 0. Der Vorteil, es können mehr Informationen in niedriger False Positive Rate speichern. Und das Interessante ist, es kann False Negatives und False Positives produzieren, weil man eben auch die Bits dann auf 0 setzt. Dann gibt es noch die Counting Bloom Filter. Und statt einzelnen Bits werden Zähler verwendet. Jeder Eintrag ist ein kleiner Counter anstatt einem einzelnen Bit. Und das ermöglicht das Löschen von Elementen durch Dekrementieren des Zählers. Aber beim Löschen können auch False Positives auftreten.
Dieser Filter ist praktisch, wenn man auch wieder Daten löschen möchte, wobei eben man das Problem mit den False Positives hat. Dann gibt es noch die skalierbaren, die Scalable Bloom Filters, dazu auch wieder das Paper hier für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und hier dieser Bloom Filter besteht aus einer Reihe von gewöhnlichen Bloom Filtern. Und wenn ein Filter zu voll wird, das heißt mehr als 50% dann der Bits auf 1 gesetzt wird, wird ein neuer hinzugefügt und so adaptiert sich dieser Filter dynamisch an die Anzahl der Elemente. Und es funktioniert so, dass man mit einem Filter startet und eben wenn die Füllmenge erreicht wird, wird der nächste Filter hinzugefügt und bei einer Suche müssen dann alle diese Filters durchsucht werden. Und das ist besonders gut für Systemen mit einer unbekannten Elementanzahl. Und ich habe hier noch ein spannendes Beispiel. Das ist ein Link zu LinkedIn und das ist ein Artikel, wo Bloom-Filter für die Suche verwendet werden, für ein schnelles Ausschließen von irrelevanten Datensätzen und das reduziert die Last auf die Datenbank und ermöglicht schnellere Antwortzeiten. Und es gibt noch weitere Verbesserungen, zum Beispiel die Cuckoo-Filter, eine Alternative mit besser Performance und Löschbarkeit. Es gibt dann die XOR-Filter, das ist noch platzsparender als klassische Bloom-Filter, aber nur Read-Only. Dann gibt es noch die Ribbon-Filter und Vector-Quotient-Filter. Und die Vector-Quotient-Filter, die stammen aus dem Jahre 2021, wurden hier an dieser Konferenz SIGMOD 21 präsentiert und hier gibt es diverse Resultate. Die Autoren vergleichen in diesem Paper sich mit anderen Filtern. Zum Teil sind sie besser, in anderen Settings wieder ein bisschen schlechter. Das ist momentan so State of the Research bei Bloom-Filtern. Schauen wir uns nun den dritten interessanten Mechanismus an, der auch in BitTorrent existiert, und zwar ist das die DHT, die sogenannte Distributed Hash Table. Und das löst eines der fundamentalen Herausforderungen in Peer-to-Peer-Systemen. Wie finde ich Daten in einem verteilten Netzwerk? Und die essentielle Herausforderung lässt sich in zwei Kernfragen aufteilen. Wo sollen die Daten gespeichert werden und wie können die Daten später auch wieder gefunden werden? Dabei müssen wir drei kritische Anforderungen erfüllen. Und zwar braucht es die Skalierbarkeit. Die Kommunikation muss auch bei vielen Teilnehmern effizient bleiben und der Speicherbedarf pro Node muss handhabbar bleiben. Und das heißt, das System muss mit wachsender Größe zurechtkommen. Der nächste Punkt ist die Robustheit. Das heißt, das System muss mit häufigen Änderungen umgehen können. Nodes können neu joinen, können gehen, das nennt man Churn. Und Ausfälle einzelner Nodes dürfen das System nicht gefährden. Idealerweise gibt es kein Single Point of Failure und wir haben eine gleichmäßige Lastverteilung und keine zentrale Kontrolle. Und natürlich zwischen diesen Anforderungen gibt es viele Trade-offs. Wenn man mehr Redundanz hat, erhöht man die Robustheit, aber es braucht mehr Speicherplatz. Mehr Kommunikation kann die Suche beschleunigen, belastet aber das Netzwerk zusätzlich und die stärkere Dezentralisierung macht das System robuster, aber auch komplexer. Und diese Herausforderungen sind nicht trivial. Denken Sie an ein einfaches Beispiel. Wenn Sie ein Peer-to-Peer-Netzwerk haben mit 10.000 oder 100.000 Knoten und jeder dieser Knoten hat Daten gespeichert und diese Node können jederzeit offline gehen. Und eben nun die Frage ist, wie findet man ein bestimmtes Datenelement? Und es gibt da verschiedene Strategien, wie man vorgehen kann. Es gibt drei grundlegende Ansätze. Der erste Ansatz ist, man hat einen zentralen Dienst, einen zentralen Server. Das ist sozusagen der klassische Ansatz. Ein Server weiß, wo alle Daten sind.
Den Server kann man anfragen und man bekommt das Resultat. Die Vorteile davon sind, es ist einfach zu implementieren. Die Antwortzeit, wenn der Server nicht überlastet ist, ist relativ schnell und die Daten können konsistent gehalten werden. Es gibt aber auch Nachteile. Man hat einen Single Point of Failure. Wenn dieser Server nicht mehr reagiert, dann kommen auch keine Anfragen mehr zurück. Und das widerspricht ein bisschen dem Peer-to-Peer-Gedanken. Nun gibt es eine zweite Möglichkeit, Flooding Search, wie zum Beispiel bei diversen Blockchains, wo alle Transaktionen an alle geschickt werden. Hier wird die Anfrage an alle Teilnehmer weitergeleitet. Die Vorteile hier sind, es ist robust und man braucht keine zentrale Komponente. Und es ist ebenfalls einfach zu implementieren. Die Nachteile sind, es gibt eine hohe Netzwerklast, wenn viel gesucht wird. Und es skaliert schlecht mit der Netzwerkgröße. Das heißt, je mehr Nodes, die mehr suchen, desto mehr Traffic gibt es und kann entsprechend zu Überlastungen führen. Was aber hier funktioniert, wie auch beim zentralen Server, man kann Ähnlichkeitssuchen machen. Man kann sagen, ich suche nach einem Titel und der soll ähnlich zu dem sein. Das heißt, die Anfrage bei einem Flooding Search kommt dann zu jedem Node. Der kann dann entscheiden, was ist ähnlich, was nicht. Ähnlich der zentrale Server, der kann ebenfalls entscheiden, was ist ähnlich, was nicht. Und das geht beim nächsten Ansatz nicht mehr so einfach, aber ist immer noch möglich, aber braucht ein bisschen mehr Komplexität. Und der Ansatz ist das strukturierte Indexieren. Und das wird zum Beispiel verwendet bei Tor, bei den Onion Services, bei BitTorrent, IPFS, Apache Cassandra. Und hier die Vorteile sind, es ist skalierbar. Die Suche ist effizient und man braucht hier keine zentrale Komponente. Und die Nachteile, die sind, es ist komplexer zu implementieren. Das heißt, Flooding und Central Server sind relativ einfach. Und ein weiterer Nachteil ist, es braucht Maintenance für Routing-Informationen und es ist anfällig für bestimmte Angriffe, zum Beispiel die Sybil Attacks. Das werden wir uns auch noch in der Vorlesung ansehen. Und schauen wir uns nun ein Zahlenbeispiel an. Wir haben ein System mit 1000 Knoten und ich suche nach einer einzigen Datei. Das heißt, ich mache eine Anfrage beim zentralen Server, eine Anfrage bei Flooding bis zu 1000 oder mehr Nachrichten. Und beim strukturierten Indexieren ist es etwa Log von 1000. Das sind ungefähr 10 Nachrichten. Und spannend ist auch noch der historische Kontext. Napster nutzte eine zentrale Suche, einen zentralen Server. Der wurde leicht abschaltbar, das heißt, den hat man auch dann abgeschaltet. Nutella setzt dann auf Flooding, hier wurde das Netzwerk überlastet. Und BitTorrent, DHT Mainline, fand einen Mittelweg und ist heute noch erfolgreich. Das heißt, das Ziel ist es, eine skalierbare Komplexität zu erreichen, und zwar in zwei kritischen Dimensionen. Auf der einen Seite der Kommunikationsaufwand. Wir wollen Log von N, N ist die Anzahl der Nodes im System, Hops erreichen. Das bedeutet, bei einer Verdopplung der Netzwerkgröße brauchen wir nur einen zusätzlichen Hop. Ich habe das Beispiel vorhin gebracht mit 1000 Nodes, das sind dann 10 Hops, 2000 Nodes ungefähr 11, 4000 Nodes ungefähr 12 und so weiter. Das heißt, hier ist die Komplexität, die Kommunikationskomplexität hält sich hier in Grenzen. Das zweite Kriterium ist das Node State, also die Routing-Informationen, und hier sollte ebenfalls ein Node nur Log-N-Informationen speichern. Das heißt, ein Node muss nicht alle anderen Knoten kennen und er kennt nur einen kleinen Teil, aber strategischen wichtigen Teil des Netzwerkes. Und die Magie liegt in der logarithmischen Skalierung. Wenn man eben diese Netzwerkgrößen anschaut mit 1000, 10.000 oder 100.000 Nodes oder sogar 1 Million Nodes, dann geht man von 10 Hops auf 20 Hops. Und beim Flooding Search wäre das eben, man müsste 1 Million Knoten anfragen. Und die Frage ist, wie wird das erreicht?
Das geht analog zum Telefonbuch, also ähnlich wie beim Telefonbuch. Die ersten Hops überbrücken große Distanzen und mit jedem Hop kommen wir näher ans Ziel und der letzte Hop erreicht das exakte Ziel. Die Routing-Tabellen sind so aufgebaut, dass es viele Einträge gibt für nahe Nodes und weniger Einträge für ferne Nodes. Das ist ähnlich zu einer Skip-Liste, aber verteilt implementiert. Das heißt, wenn ich hier eine Suche mache in diesem Beispiel, hier starte ich bei 6.11, mache einen großen Sprung zu 20.11, dann einen kleinen Sprung, noch einen kleinen Sprung, bis ich dann mein Ziel gefunden habe. Nach den theoretischen Grundlagen schauen wir uns an, wie Structured Indexing konkret funktioniert. Daten und Nodes werden in demselben Adressraum abgebildet. Das heißt, sowohl Daten als auch Nodes bekommen IDs aus dem gleichen Wertbereich. Wir haben zum Beispiel eine Node-ID, die wird aus einem SHA-256 Hash des Public Keys oder der IP-Adresse generiert. Und wir haben die Daten oder respektive den Hash des Dateiinhaltes und das kann mit dem gleichen Hash berechnet werden, ebenfalls zum Beispiel SHA-256 und dann sind beide Werte also die Node-ID und die Daten-ID im gleichen Wertebereich. Und Nodes müssen die Routing-Informationen zu anderen Nodes ebenfalls pflegen. Wir haben ja im Beispiel gesehen, hier der Knoten kennt sehr viele nahe Knoten und weniger weit entfernte Knoten. Und diese Knoten muss man regelmäßig überprüfen, ob die noch vorhanden sind. Und dabei gibt es noch eine weitere Herausforderung bezüglich dem Overlay- und Underlay-Problem. Das logische Netzwerk-Overlay basiert eben auf diesen Node-IDs. Das sind zum Beispiel Hashes des Public Keys oder der IP-Adresse. Und das sogenannte Underlay basiert auf IP-Adressen. Und zwei Nodes können im Overlay nahe sein, aber im Underlay können die weit entfernt sein. Also Beispiel ein Node-I, der ist irgendwo in Zürich, hat die Node-ID FF. Und Node B, also ist irgendwo in Tokio, hat dann die Node-ID FE. Die sind im Overlay sehr nah beieinander, im Underlay sind die sehr weit entfernt. Nun, wenn wir eine Distributed Hash Table designen, stehen wir vor einigen grundlegenden Herausforderungen. Dabei geht es vor allem um zwei zentrale Eigenschaften: die Zuverlässigkeit und die Skalierbarkeit. Eine der wichtigsten Anforderungen ist auch das gleichmäßige Verteilen der Inhalte, damit es eben zuverlässig funktioniert. Dies klingt zunächst einfach, ist aber entscheidend für die Effizienz des gesamten Systems. Wenn der Inhalt nicht gut verteilt ist, werden einzelne Nodes überlastet, während andere kaum genutzt werden. Und dies würde das gesamte System ausbremsen. Und eine besondere Herausforderung ist der ständige Wandel im System, der sogenannte Churn. Nodes, die kommen und Nodes, die gehen. Und stellen Sie sich vor, Sie haben ein Peer-to-Peer-Netzwerk, in dem ein Teilnehmer Ihre Computer ein- und ausschalten. Und das heißt, das System muss sich kontinuierlich an diese Änderungen anpassen. Wenn ein neuer Node hinzukommt, muss er Verantwortlichkeiten übernehmen. Und wenn ein Node ausfällt, müssen seine Aufgaben auf andere verteilt werden. Und natürlich müssen die entsprechenden Daten oder die Zuständigkeiten umverteilt werden. Und der Schlüssel zu all dem ist das Consistent Hashing. Das ist ein Mechanismus, bei dem ein Node für bestimmte Intervalle vom Hashwert verantwortlich ist. Je mehr Teilnehmer es im Netzwerk gibt, desto kleiner werden diese Intervalle. Denken Sie an einen Kreis, der immer feiner unterteilt wird. Und hier zeigt sich ein wichtiger Unterschied zu klassischen Hashtables. Dazu ein entsprechender Link auf YouTube. Hier können Sie nachschauen, wie das mit den Hashtables genau funktioniert.
Raum wie das mit diesen Modulo-Hashes. Das finde ich noch eine, einen guten Überblick. Das ist von Wikipedia, wie die Hashes funktionieren. Hier hasht man auf den gleichen Wert 152 und man hat hier zwei Einträge. Etwas, was dann nicht gut balanciert wäre, hätte man hier einen Einträge, der auf viele weitere verweist, dann wäre ein Key zu mehreren Einträgen und die anderen hätten nichts, das wäre schlecht balanciert. Oh, hier braucht es auch eine gute Balance, wie auch beim Consistent Hashing. Das heißt, bei einer normalen Hashtable wird ein Bucket durch Hash-X modulo n berechnet. Wenn sich jetzt n ändert, also die Anzahl der Buckets hier, dann müssen alle Einträge neu verteilt werden. Das nennt man Rehashing. Und das geht, wenn die Daten lokal sind, dann muss man ein paar Pointers verändern. In einer DHT wäre eine solche komplette Neuverteilung fatal. Schließlich sind das verteilt Systeme, wo jede Datenübertragung Zeit und Bandbreite kostet. Stattdessen werden nur die direkten betroffenen Bereiche neu zugewiesen und wenn ein neuer Knoten hinzukommt, übernimmt er einen Teil der Last von seinen direkten Nachbarn im Hashraum und der Rest des Systems bleibt unberührt. Schauen wir uns an, wie das Routing zu einem bestimmten Datelement konkret funktioniert. Der Prozess beginnt damit, dass ein beliebiger Knoten hier 611 im DHT-Netzwerk eine Suchanfrage startet. Das Interessante dabei ist, es spielt keine Rolle, welcher Knoten als Startpunkt dient. Das kann auch jetzt 79 sein oder 10.008. Und in diesem konkreten Beispiel, ein Nutzer sucht das Datenelement mit dem Schlüssel 317 und er startet die Suchanfrage beim Knoten 611. Wie gesagt, das kann auch bei einem beliebigen anderen Knoten sein. In unserem Fall ist der Knoten 3485 der verantwortliche Knoten, der dieses Datenelement verwaltet. Er ist zuständig für den Schlüsselbereich 297 bis 3485. Das ist jetzt so wie CORD funktioniert, eine Art von DHT. Wir werden uns danach Kademlia ansehen. Das Kademlia-Netzwerk hat diese Schlüsselaufteilung oder verwaltet diese Schlüsselaufteilung ein bisschen anders. Das nur zum Veranschaulichen, damit man es sich visualisieren kann, weil bei Kademlia ist es ein bisschen komplizierter. Deswegen hier mit dem Ring. Das nur als Beispiel zum Visualisieren. Und der Routing-Prozess, der läuft nun schrittweise ab. Wir haben hier einen initialen Knoten, der konsultiert in seiner Routing-Tabelle und leitet die Anfrage dann an den nächsten Knoten weiter, der näher am Ziel ist. Das wird am Anfang ein großer Sprung sein und das wiederholt sich, bis der zuständige Knoten erreicht wird. Das heißt, die Sprünge werden dann immer kleiner, bis man beim Ziel ist, weil eben in der Routing-Tabelle dort sind man oder habe ich Informationen über meine nahen Knoten, kommen häufiger vor als die Informationen über meine Nachbarn, die weit weg sind. Und was das System interessant macht, mit jedem Schritt kommen wir näher und zwar wir kommen logarithmisch näher. Das heißt, die ersten Sprünge groß und dann immer kleiner und wir werden das Ziel in log n Schritten erreichen. Und ebenfalls interessant ist die Fehlertoleranz im System. Selbst wenn ein Knoten ausfällt, können andere Nodes einspringen und alternative Wege zum Ziel finden. Das System ist also Self-Healing, solange es genügend Knoten gibt, die einen Weg finden. Und die eigentliche Magie liegt in der Struktur der Routing-Tabelle. Jeder Knoten kennt viele seiner Nachbarn im Hash-Raum sehr gut, aber auch einige weit entfernte Nodes, die aber von denen hat er nur wenige in seiner Routing-Tabelle. Wenn nun der zuständige Knoten gefunden worden ist, kann er direkt
antworten und je nach Information speichert er entweder das Datenelement selbst oder einen Verweis darauf, zum Beispiel eine IP-Adresse und Portnummer, wo die eigentlichen Daten zu finden sind. Diese zweite Variante wird häufig in Peer-to-Peer-Systemen verwendet, wo die eigentlichen Daten zu groß für die DHT sind, also zum Beispiel wie im BitTorrent-System. Kommen wir zu einem weiteren spannenden Aspekt von DHTs. Wie gehen wir damit um, wenn ein Node das Netzwerk betrifft oder es verlassen möchte? Schauen wir uns zunächst den Join-Prozess an. Wenn ein neuer Knoten ins Netzwerk beitrifft, läuft das in mehreren Schritten ab. Zuerst muss der neue Node eine Node-ID berechnen. Dies kann zufällig gewählt werden oder aus dem Public Key oder aus der IP-Adresse. Das hat den Vorteil, dass die ID kryptografisch an die Identität des Nodes gebunden ist, wenn es eben ein Public Key ist. Der neue Node braucht dann einen ersten Kontaktpunkt im Netzwerk, den sogenannten Bootstrap-Node, und dies kann ein beliebiger Knoten im Netzwerk sein. Und der neue Node kontaktiert diesen Bootstrap-Node und startet eine spezielle Suchanfrage. Er sucht nach seiner eigenen Node-ID. Das klingt zunächst ein bisschen seltsam, ist aber sehr wichtig, weil durch diese Suche findet er nämlich heraus, wer aktuell für seinen ID-Bereich zuständig ist. Ein praktisches Beispiel: Ein neuer Node mit ID 3400 tritt dem Netzwerk bei und fragt, wer ist für ID 34 zuständig, und findet so seine zukünftigen Nachbarn. Und diese Nachbarn müssen dann ihre Verantwortlichkeiten entsprechend anpassen, da nun ein neuer Node einen Teil ihres Bereiches übernimmt. Wenn ein Knoten nun nicht mehr reagiert, braucht es redundante Daten, weil eben ein Node kann plötzlich das System verlassen, indem man zum Beispiel den Stecker zieht. Und deshalb ist es wichtig, dass man redundante Routing Paths hat, aber nicht nur Routing Paths, also nicht nur diese Pfade, sondern auch die Daten müssen redundant sein. Das heißt, es muss noch mindestens eine Kopie vorhanden sein. Wenn man merkt, dass jetzt ein Knoten nicht mehr vorhanden ist, dann muss man schauen, dass es noch genügend Redundanz im System gibt und man kann anfangen, die Daten zu kopieren. Oder aber, wenn es ein Friendly Leave ist, das heißt, wenn man vorher informiert, dass man das System verlässt, dann können die Nachbarn die Routing-Informationen updaten. Wenn das eben nicht der Fall ist, es gibt solche Unfriendly Leaves, dann braucht es entsprechende Keep-Alive-Messages, damit man weiß, ist mein Nachbar noch da oder nicht. Und auch noch spannend in der Praxis hat sich gezeigt, je länger ein Node online ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er auch weiterhin online bleibt. Das heißt, viele DHT-Implementierungen bevorzugen daher stabile Nodes für wichtige Aufgaben. Das heißt, wenn ein Knoten schon lange im System ist, hat er auch eine höhere Priorität. Kommen wir zu Kademlia, einem sehr erfolgreichen DHT-Protokoll. Kademlia wurde im Jahre 2002 entwickelt und hat sich seitdem als Standard in vielen Peer-to-Peer-Systemen etabliert. Es gibt verschiedene Ansätze, DHTs zu bauen. Was aber Kademlia besonders ausmacht, ist seine Distanzmetrik. Während andere DHTs wie Cord und Pastry numerische Nähe wählen, basiert und nutzt Kademlia eine XOR-Metrik. Und diese Unterscheidung macht eigentlich den entscheidenden Unterschied. Weiter können bei Kademlia die Anfragen parallel getätigt werden. Das heißt, das System startet auch gleichzeitig mehrere Lookups. Das erzeugt zwar etwas mehr Traffic, führt aber zu deutlichen niedrigeren Antwortzeiten. Wenn eine Anfrage langsam ist oder ein Node ausfällt, dann haben wir oder können wir bereits Antworten von anderen Nodes haben. Und das Paper, das habe ich hier verlinkt, respektive die Wikipedia-Seite. Und das Paper ist entsprechend unten verlinkt. Hier eben wichtige Informationen und hier das Kademlia-Paper, das die
Kademlia, dass es Kademlia Routing beschreibt. Das werden wir uns ebenfalls ansehen, wie das im Detail funktioniert. Bei Kademlia wird eine periodische Überprüfung stattfinden. Das heißt, man pingt oder man schaut, dass seine Nachbarn in regelmäßigen Abständen, dass sie noch online sind. Und dann weiß man, dass man diese Information auch den anderen Nodes zur Verfügung stellen kann, weil man weiß, die Knoten sind online. Und zur XOR-Metrik, das ist ganz spannend, weil bei der XOR-Metrik hat man einen symmetrischen Routing-Pfad. Das heißt, die Distanz von A zu B ist gleich der Distanz von B zu A. Und das heißt, wenn jetzt A nach B einen Weg sucht und B nach A, dann wird das im gleichen Weg oder in der gleichen Route wiedergespiegelt. Und diese Eigenschaft macht Kademlia robust und effizient. Kademlia basiert auf SHA-1, was 160 Bit spezifiziert, sollte aber entsprechend nicht mehr verwendet werden, da immer wieder mein Hinweis auf die folgende Seite, SHA-1 nicht mehr verwendet. Also wenn man jetzt eine neue DHT schreiben würde, Mainline DHT verwendet immer noch 160 Bit, das aber nur zum den Routing Path zu finden, deshalb nicht so kritisch, aber trotzdem bei einer neuen DHT würde ich jetzt kein SHA-1 mehr verwenden. Bei Kademlia, dort hat man 160 Buckets, das entspricht den 160 Bits, das heißt pro Bit ein Bucket mit einer Größe von 8, das kann man natürlich auch optimieren, es gibt da diverse Paper dazu, wie man das verbessern kann. Hier Subsecond Lookups on Large Scale Kademlia Based Overlays und das beschreibt eben, wie viele Knoten man dort haben sollte. Sie kamen dann zum Schluss 8, sollten eigentlich genügen und dann sollte man auch noch die Knoten entsprechend der Distanz im Underlay sortieren, damit man eben die Anfragen schneller bekommt. XOR, das kennt ihr, das wisst ihr, wie man XOR berechnet, das heißt, das werden wir uns nicht im Detail ansehen. Und spannend wird es jetzt mit dem Beispiel. Und hier werden wir uns ein konkretes Beispiel anschauen, wie Kademlia in der Praxis funktioniert. Zur Vereinfachung verwenden wir ein System mit 3 Bits, also Werte von 0 bis 7. Das macht es überschaubar, aber im Prinzip ist es das gleiche wie 160 oder 256 Bit, einfach im kleinen Rahmen. Und nehmen wir folgendes Szenario, der Knoten Nummer 6 sucht nach dem Schlüssel, nach dem Key 011, das heißt nach diesem Schlüssel und beim Routing schauen wir an, welche Knoten welche Informationen hat und wie die Anfragen oder was die Anfragen dann zurückgeben. Als erstes schauen wir uns die Routing-Tabelle von Knoten 6 an. In einem 3-Bit-System haben wir also 3 Buckets. Pro Bit haben wir ein Bucket und in einem Bucket haben wir jeweils die Platz für einen Knoten. Und hier in diesem Beispiel hat Knoten 6 im Bucket 1 hat sie den Knoten 7, im Bucket 2 könnte sie 4 oder 5 drin haben, in unserem Beispiel hat sie den Node 4 und in Bucket 3 hat Knoten 6 den Knoten 0, könnte aber 1 und 2 beinhalten. Der Suchprozess läuft nun wie folgt ab. Node 6 möchte den Schlüssel 3 finden. Zuerst berechnet er die XOR-Distanz 6XOR3, das gibt 101 binär. Und diese Distanz kann mit 3 Bits dargestellt werden. Also schaut Node 6 in seinen dritten Bucket und findet dort den Knoten 0. Das heißt, der Knoten 6 fragt dann Node 0 und dessen Routing-Tabelle sieht wie folgt aus. Node 0 kennt, hat im ersten Bucket den Node 1, im zweiten Bucket den Node 2
und im dritten Bucket den Node 4 oder könnte auch 5, 6, 7 haben. In unserem Beispiel hat er jetzt den Knoten Nummer 4. Und der Knoten 0 berechnet nun seinerseits die Distanz zu Key 3, 0xOR 3, das gibt 1,1 binär. Und diese Distanz kann mit 2 Bits dargestellt werden. Also schaut der Knoten 0 in seinen zweiten Bucket und findet Knoten 2. Und die Anfrage wird dann an Knoten 2 geschickt und dieser enthält die Routing-Tabelle, ist beim Bucket 1 ist die Routing-Tabelle leer, im Bucket 2 hat er den Knoten 0 oder 1, im Bucket 3 entweder 4, 5, 6, 7, in unserem Beispiel hat er 4. Nun, Node 2 berechnet 2xOR3, das ist 1 binär und die Distanz kann mit einem Bit dargestellt werden. Und im Bucket 1 haben wir keinen Knoten mehr und dann wissen wir, dass Node 2 ist sehr nahe am Ziel, weil 2xOR3, das gibt eben 1 und das ist die kleinste Distanz, die bisher gefunden worden ist. Und etwas Näheres kennt dieser Knoten hier nicht. Und mit jedem Schritt sind wir dem Ziel näher gekommen. Und das ist wie dieser logarithmische Suchalgorithmus funktioniert in Kademlia. Zuerst machen wir einen großen Schritt, das heißt, wir haben Informationen, hier einen Knoten, den wir der relativ weit weg ist und dann kommen wir immer näher. Wir haben immer ein Knoten in diesem Bucket drin. Das heißt, über die nahen Knoten wissen wir eigentlich relativ viel. Über weit entfernte, von denen kennen wir auch einen, aber eben die Abstände dort werden einiges größer sein. Die sind dann exponentiell größer. Das habe ich bereits erwähnt. Die Routing-Pfade sind dann symmetrisch. Und wenn man von A nach B sucht und von B nach A, dann sieht der Routing-Pfad genau gleich aus. Und ein weiterer interessanter Aspekt, den wir hier nur ganz kurz erwähnen, die strukturierte Natur von Kademlia ermöglicht nicht nur effizientes Suchen, sondern auch effizientes Broadcasting. Anders als beim klassischen Flooding oder Random Walk, wo Nachrichten entweder das Netzwerk überfluten oder zufällig wandern, kann Kademlia seine strukturierte Routing-Tabelle nutzen, um systematisch alle Nodes zu erreichen. Und die Idee dahinter ist, jeder Node kann seine K-Buckets nutzen, um die Nachrichten gezielt zu verteilen. Da die Buckets den Adressraum logarithmisch abdecken, erreicht man mit erstaunlich wenig Nachrichten alle Nodes im Netzwerk und man kann auch Suchanfragen oder Broadcast-Anfragen parallel starten. Auf diese Funktionalitäten mit dem Broadcasting werden wir nicht tiefer eingehen, aber es zeigt, wenn man eben diese Knoten strukturiert hat, dann kann man viel damit anfangen. Lassen Sie uns noch kurz über TOM Peer-to-Peer sprechen. Das ist ein Peer-to-Peer-Framework, das ich selber entwickelt habe, auch wenn es heute aktiv nicht mehr maintained ist, bietet es einige interessante Einblicke in die praktische Implementierung von Peer-to-Peer-Systemen. Es ist eine DHT für strukturierte Kommunikation. Es hat Broadcasting-Mechanismen auch für unstrukturierte Kommunikation drin. Es ermöglicht direkte Nachrichten zwischen Peers und es ermöglicht auch eine Super-Peer-Architektur aufzubauen. Und ein kleines historisches Detail. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich das Framework auf dem ersten Android-Gerät überhaupt testete, das HTC Dream, welches im September 2009 auf den Markt gekommen ist. Und die Herausforderung bestand darin, ein System für Keyword-Indizierung auf einem damals sehr ressourcenbeschränkten Mobilgerät zu implementieren. Das war eigentlich sehr, 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 sehr interessant. Aber auch schon lange her. Bei vollständig dezentralen Systemen müssen wir immer
Sybil-Attacks im Hinterkopf behalten. Das ist eine fundamentale Herausforderung für Peer-to-Peer-Systeme wie Top-to-Peer, BitTorrent und ähnliche Netzwerke. Was ist ein Sybil-Attack überhaupt? Im System wie Top-to-Peer oder BitTorrent können Daten jederzeit verschwinden. Das ist eine inhärente Eigenschaft dieser Systeme, aber Daten verändern, das geht nicht, wenn sie signiert sind oder wenn man einen vertrauenswürdigen Merkle-Root dazu hat. Lassen Sie uns den Sybil-Attack ein bisschen genauer anschauen. Ein Angreifer erstellt eine große Anzahl von Identitäten und die übersteigt dann die der ehrlichen Nodes und der Angreifer kann dann nahe Nodes einer DHT kontrollieren und dadurch können Nodes isoliert werden. Und mit diesen Sybil-Attacks lassen sich dann Daten entfernen. Das heißt, hier diese Angreifer, wenn sie eine Anfrage bekommen, hey, kannst du mir dieses Datenpaket geben? Fälschen kann man es nicht, weil man eben diesen Merkle-Root hat und dann würde man merken, okay, dass die Hash stimmt nicht überein, aber man kann sagen, ja, existiert nicht. Das ist möglich, das heißt, Daten, die können verschwinden. Wie kann man gegen solche Sybil-Attacks vorgehen? Man kann zum Beispiel das Erstellen von einer Identität, dass man dafür etwas machen muss. Das heißt, dass man zum Beispiel etwas errechnen muss oder dass man jetzt irgendwie einen Beweis liefert, dass man jetzt eine Transaktion getätigt hat, könnte man zum Beispiel so einschränken, dass man beliebig viele Identitäten erstellen kann. Und was man auch noch machen kann, ist, man kann davon ausgehen, dass Daten nicht vollständig sind, wenn man den Use Case so gestalten kann, dass eben keine Rolle spielt. Dann kann man auch entsprechend diese DHTs verwenden, aber das schränkt halt den Use Case entsprechend ein. Und eine weitere Möglichkeit ist eine Reputation, dass man für jeden Knoten eine Reputation aufbaut. Die können Sie über die Zeit aufbauen und neue unbekannte Nodes werden eher mit Sorgfalt, mit Vorsicht behandelt. Man muss dazu sagen, das BitTorrent-System funktioniert auch ohne diese Mechanismen. Wenn wir bei klassischen DHTs wie BitTorrent akzeptieren müssen, dass Daten verschwinden können, haben Blockchain-Systeme einen Weg gefunden, dieses Problem zu lösen. Sie machen das Fehlen von Daten sofort erkennbar und schaffen dadurch ein robustes System. Das heißt, wir haben dort die Kette von Blöcken. Sobald ein Block fehlt, kann man die Chain nicht mehr validieren. Das heißt, man braucht dort immer alle Blöcke. Lassen Sie uns nun ein konkretes Beispiel anschauen, wie man eine DHT angreifen kann. Das Beispiel, das gibt es auch auf GitHub. Das ist hier auch schon archiviert, aber es befindet sich hier auch schon ein bisschen älter. Der grundlegende Ansatz ist wie folgt. Wir haben einen Angreifer, jetzt nicht Sybil-Attack, dass wir ganz viele Identitäten generieren, sondern dass wir gezielt Identitäten generieren, die nahe am Key sind, den wir angreifen wollen. Wenn wir die Generation oder das Erstellen von der ID kontrollieren können, dann kann der Angreifer auch Identitäten erstellen, die eben nahe beim Ziel sind und entsprechend kann dann das Ziel angegriffen werden. Hier erstellen wir solche Peers, die nahe sind und die Peers, die eben nahe sind, die werden dann zurückantworten. Die Daten existieren nicht, kenne ich nicht und so kann man praktisch Daten verschwinden lassen. Das Thema Redundanz ist natürlich zentral auch für die Zuverlässigkeit von DHTs. Ohne ein durchdachtes Redundanzsystem wären Verteilsysteme viel zu fragil und wir schauen uns an, wie zwei Mechanismen hier funktionieren können. Es gibt zwei Hauptansätze. Das erste ist der einfache Weg, die direkte Replikation. Hier übernimmt der ursprüngliche Peer, also derjenige, der die Datei eingebracht hat, selbst die Verantwortung für die Replikation. Das ist wie ein regelmäßiger Backup-Prozess, bei dem der Originator-Peer periodisch überprüft, ob noch genügend Kopien seiner Datei im Netzwerk existieren.
Ein typisches Beispiel dafür ist ein Tracker, der seine eigenen Daten im Netzwerk ankündigt. Dieser Ansatz hat allerdings einen entscheidenden Nachteil. Sobald der Originator offline geht, beginnt ein Countdown. Die Replikas haben eine Art Verfallsdatum oder können ein Verfallsdatum haben. Und ohne den Originator, der sie erneuert, werden sie nach und nach verschwinden. Das kann aber auch sein durch Churn, weil eben Knoten kommen und gehen. Und wenn die nichts nachreplizieren und plötzlich dann eben diese Knoten, die diese Daten gespeichert haben, nicht mehr vorhanden sind, dann sind die Daten entsprechend weg. Und der zweite Ansatz, das ist ein bisschen der komplexere Ansatz, ist die indirekte Replikation. Hier wird die Verantwortung auf andere Peers übertragen. Entweder übernimmt der nächstgelegene Peer die Aufgabe und das ist oft robuster. Alle Peers in der Nähe sind gemeinsam verantwortlich und diese Peers überprüfen regelmäßig den Zustand der Replikas und springen ein, wenn sie bemerken, dass nicht genügend Kopien existieren. Besonders interessant wird es bei der Frage, wer genau die Verantwortung trägt. Eben der Closest-Ansatz bestimmt in entweder einen einzelnen Peer oder any. Dann sind, wie gesagt, alle entsprechend verantwortlich. Das Problem oder die Herausforderung ist, es braucht eine Zusammenarbeit, weil der ursprüngliche Datenbesitzer, der ist nicht mehr online. Und manchmal sind auch mehrere Peers gleichzeitig verantwortlich oder können verantwortlich sein, was zu unterschiedlichen Versionen der Daten führen kann. Und diese Konflikte müssen dann gelöst werden. Und in der Praxis verwendet man oft eine Mischung aus beiden Ansätzen von direkter und indirekter Replikation. Gut, zu guter Letzt schauen wir uns noch die Konsistenz an oder wie man die Konsistenz bei DHTs verbessern kann. DHTs haben von Natur aus eine schwache Konsistenz und das lässt sich am besten in einem Beispiel demonstrieren. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Peer A speichert die Version X1 eines Dokuments, Peer B holt sich die gleiche Version und modifiziert sie zu B2. Jetzt holt sich Peer C ebenfalls die Version X1 und modifiziert sie zu C2. Und wir haben jetzt zwei verschiedene Versionen des gleichen Dokumentes im System. Und das Problem wird noch komplexer durch die Replikation, da die verschiedenen Versionen auf unterschiedlichen Peers gespeichert werden können. Und hier gewinnt in der Regel derjenige, der die Daten zuletzt speichert. Das heißt, wenn B zum Beispiel etwas länger braucht, um sein B2 zu speichern, dann wird oder das zuletzt speichert, wird das System im System B2 gespeichert. Wenn Peer C zuletzt die gespeicherte Version hochlädt, dann wird es C2 sein. In traditionellen Systemen, dort löst man das Konsistenzproblem typischerweise mit einem Koordinator. Bekannte Protokolle dafür sind Paxos, Raft oder Zookeeper und alle basieren auf Leader Election. Ein Leader entscheidet dann über die Reihenfolge der Updates. Aber in einer DHT wollen wir ja gerade dezentral arbeiten und eine mögliche Lösung dafür ist Version DHT. Das ist ein Ansatz, der kombiniert mehrere Ideen: Copy und Write, Versionierung, Two-Phase-Commit-Replikation und Software-Transactional-Memory. Und das Besondere ist, es funktioniert gut bei leichtem Churn, also wenn sich das Netzwerk nicht zu schnell verändert. Und der Mechanismus verzichtet bewusst auf Locking und Timestamps, da diese in Verteilsystemen problematisch sein können. Die Replikationszeit könnte sonst Einfluss auf die Reihenfolge haben. VDHD folgt einem anderen Prinzip. Jedes Update erzeugt eine neue Version und der Prozess läuft wie folgt ab. Im ersten Schritt holt ein Peer sich die neueste Version. Er überprüft dann, ob alle Replika-Peers diese gleiche Version haben. Wenn nicht, wird gewartet und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals neu versucht. Wenn alle Versionen gleich sind, wird ein Prepared Put ausgeführt mit den Daten und
einem sehr kurzen Time to Live. Und wenn alle Replika-Peers ein OK geben, dass diese Daten gespeichert werden können, weil diese auf der vorherigen Version basieren, dann wird weitergemacht. Wenn nicht, dann entferne die Daten und geht dann zum ersten Schritt über. Und wenn alle Replika-Peers das OK geben, dann können wir ein Confirm Put schicken. Hier werden dann keine Daten mehr geschickt, weil wir das beim Prepare geschickt haben, sondern nur das Prepared Flag wird entfernt. Und der Originator fungiert hier als eine Art Temporary Leader. Das ist interessant, weil es keine dauerhafte zentrale Koordination braucht. Aber es gibt natürlich einen Haken. Bei starkem Churn funktioniert das System nicht zuverlässig. Wenn es zu viele Peers, gleichzeitig kommen und gehen, muss der Benutzer selbst die Konflikte auflösen, ähnlich wie bei Git. Und hier muss der Mensch entscheiden, welche Version die richtige ist und wie man mergen sollte. Eine mögliche Alternative, die es geben kann, ist, dass man CRDTs verwendet, sogenannte Conflict-Free Replicated Data Types. Das sind spezielle Datenstrukturen, die mathematisch garantieren, dass verschiedene Repliken ohne zentrale Koordination immer zum gleichen Endergebnis konvergieren. Der Nachteil von CRDTs ist, dass nicht alle Operationen sich so strukturieren lassen. Nun, soweit zu den Algorithmen und Mechanismen in vollständig verteilten Systemen. Diese Mechanismen finden Anwendung in verschiedensten Gebieten bei vollständig verteilten Systemen, von BitTorrent zu Datensuchen zu Blockchains. Das sind eben zentrale Mechanismen und Algorithmen, die man kennen sollte.